Und willkommen bei einem neuen Part von Gelb. Hey du, verjagst die Fische. Hey, Quatsch. Hey, du verjagst die Fische. Vulkangeweste, schwuler Fisch. Angler möchte kämpfen. Okay, ich hab grad gedacht, er hat 6 Kaper dort, aber der Trainer scheint später zu kommen. Gut, Rangenieb. Down. Und jetzt machen wir mal eine Rasierblatte-Attacke auf Austosse. Diese müsse ihn killen. Und ich hatte recht. Miamore. Was heißt Miamore eigentlich? Keine Ahnung. Oh, Phil. Level 43. Und Wachstum? Warum nennt Visafloor Wachstum mit Level 43? Was soll das bringen? Oh, besiegt Angler! Entschuldigung, ich wollte nicht so barsch sein. Dann surfen wir jetzt mal weiter. Zack, Surfer. Oh mein Gott! Tentacher, was? Ach, keine Lust auf Tentacher Battle. Nerv mich nicht, du wildes Wasser-Pokémon. Namens Tentacher. Dass hier nur Tentachers auftauchen, ist irgendwie blöd. Hätte man mehr Pokémon einbauen können als nur Tentacher. Wieder ein Tentacher. Also wenn ein Pokémon auftaucht, dann nervt mich zwar einerseits, dass ich nicht weiterlaufen kann, andererseits bin ich gespannt, was für ein Pokémon auftaucht, aber... Hier ist es ja nicht spannend, was auftaucht, weil ich weiß, dass alles nur Tentachas sind. Oder zwischendurch auch dein Toxas, aber... sind beide ätzende Pokémon. Aber am meisten kommt immer noch Tentacha. Und in der weißen und schwarzen kommt Barschuf. Da habe ich gestern versucht, einen Barschwarz zu fangen. Auf der Route 1 ist es möglich. Mit einer Superangel. Und da habe ich schon öfters. Ich glaube, nach 50 Versuchen habe ich erst einen Barschwer gefangen. Ah ja, hier sind wieder ein paar Trainer. Die See reinigt Körper und Seele. Das stimmt. Mr. Schwimmer, Sir. Seemann. Ich habe gestern nachgeschaut zu dem, wie sich Seemann entwickelt. Ich dachte mit dem Kingstein. Stimmt allerdings nicht. Denn es entwickelt sich mit Drachenhaut. Weiß nicht, wie ich auf Kingstein komme. Ich glaube, ab der zweiten konnte man das mit dem Kingstein entwickeln, nur. Aber Drachenhaut gab es so in der zweiten Generation, glaube ich, gar nicht, oder? Mal, keine Ahnung. Ich hätte vielleicht wechseln sollen, das wäre vielleicht das Klügere gewesen. Als mit einem Visafloor jetzt gegen einen Dendroxer zu kämpfen. Und jetzt einen Pikachu zu haben, das ständig von einem Wickel attackiert wird. Ist nicht so ganz das Gelbe vom Ei. So, Donnerblitz. Ah, was? Hat überlebt? Oh Gott. Dann hätte ich Ruckzuckieb verwendet statt Donnerblitz. Quatsch, Donner statt Donnerblitz. Jetzt habe ich es endlich. Rotwissig Schwimmer. Nein. Doch. Stört es dich, dass ich hier schwimme? Ja, Glatzkopf. Geh weg. Bist du wohl vom Radweg geflogen, was? Schwuler. Ja, komm, lass mal Relaxo ran. Aus dem Grund, weil Relaxo mit seiner, also falls es vergiftet wird, sich heilen kann mit Erholung. Und aus dem anderen Grund, weil es Erdbeben kann. Die sehr effektiv gegen Gift-Pokémon wie Tentachas sind. So, ich habe meinen Relax übrigens noch nie in Erdbeben beigebracht. Das ist da ja das erste Mal. Okay, Tentacher ist weg. Ein Gegner weniger. Und Relax war recht Level 45. Oha. Ich glaube, mit der Liga, wenn man in der Liga ankommt, haben wir schon mindestens 50er. Werden wir weiter fleißig trainieren. Und gut, hier ist noch ein Tentacher.
Also es wäre immer klug, wenn ihr gegen die wilden Pokémon kämpft, weil die geben auch ordentlich Erfahrungspunkte. Also immer gegen die wilden Pokémon kämpfen, außer natürlich es sind wirklich so Luschen wie Level 5er oder ja, solche halt, ne? Also solche Luschen halt, ne? Die solltet ihr, wenn es möglich, vermeiden. Gegen die zu kämpfen, weil die sind einfach nur unnötig. Jetzt ist aber gut. Du lernst langsam. Ich glaube, das war das letzte Jahr. So, tschüss. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich Schädelwurm eingesetzt habe. Dann wäre der Wickel gekommen und dann hätte der Schädelwurm mir, glaube ich, erst nach diesen 5 Attacken angegriffen. Ich probiere es mal. Vielleicht setzt den Tocker dann, den Toxer dann Wickel ein. Jetzt bin ich gespannt. Aha. Entei, Totok ist gelähmt. Ah ja, okay. Es geht dann sofort, nachdem der Wickel vorbei ist, jetzt setzt der Wickel erneut ein. Ganz schön nervig, dieses Syntoxer. Macht auch nichts, Biss und fertig. Mord besiegt den glasierten Glatzkopf. Das war unter der Gürtellinie. Ah ja, unser Pokémon ist vergiftet, deswegen, ja. Gibt es jetzt außerhalb des Kampfes noch? Ja, also wie gesagt, solche Pokémon wie diese Zentacher, gegen das müsst ihr nicht unbedingt kämpfen, weil die geben nur popelige Erfahrungspunkte. Und der hat, einer von diesen zweien hat zwei Carpador. Ich habe einen guten Fang gemacht, möchtest du ihn sehen? Nope. Deine 6 Carpadors möchte ich nicht sehen. Oh nein, es regt mich auch auf. Soll ich vorspulen? Ja, komm, ich spule vor. Das will hier niemand sehen. Mach ich normalerweise nicht, aber hier ist es eine Ausnahme, weil das wirklich unnötig ist. Diese 6 Carpadors da. So. Ganz einfach. Möchtest du wissen, ob die Fische beißen? Ja. Warum nicht? Zeig mir den Pokémon. Er hat 4 Stück, immerhin keine Carpadors. Gold King, kann ich mich erinnern, dass einer von diesen Trainer einen Gold King hat, genau. ja, das müsste eigentlich gewesen sein für Gold King. Diesen Rasierblatt überstehen nur wenige Wasser-Pokémon. Gut, Goldini. Das können wir mit Rasierblatt fertig ranken gibt. Sparen wir uns ein paar AP. Ist sogar ein Volltreffer, haben wir ein Glück. Gold King wieder, da ja, lassen wir wieder flott raus und verwenden Rasierblatt. Und nach dem Kampf gehen wir in das Pokémon. Ne, schauen wir nach, ob. Also wenn wir die Rodi haben, dann gehen wir ins Pokémon-Haus. Ne, dann erkunden wir erstmal die Stadt und dann gehen wir ins Pokémon-Haus. So ist es richtig. Ach, meine Fresse. Level 44 für dieser Floor. Und ein Gold King, also 3 Gold Kings hat er und ein Goldini. Mit schwachem Level. Die hätte man mindestens 30 geben können. Weil um hier hinzukommen, muss man ja gegen Koga kämpfen, um die Surfer verwenden zu können. Und Koga hat Level 40er. Nee, sogar 50er, also hätte man die ruhig auf 35 setzen können, die Level von dem Pokémon, aber gut. Ja, Casper Sky, Lizenz abgelaufen, ich weiß. Oh mein Gott, nervt mich nicht. Na gut, dann schauen wir mal weiter. Ich hoffe, jetzt tauchen keine Tentachas auf. Ja, das müsste es gewesen sein. Geh weg! Ich will nicht gegen dich kämpfen. Weil ich dich mag. Sieh es freundlich an, also tschüss. Kontrollieren, ob da noch was ist. Nein. Und hier in diesem Gras kann man, glaube ich, kann man Tangelas fangen. Oder Tauburgas, Level 17. Und das unter Alabastia. Ich kann mich erinnern, die waren noch höher, die Level, oder? Und irgendwie leckt jetzt bei mir ein bisschen die Tastatur. Tauburger! Ist ja egal, Flucht.
schau mal nach. Ein, zwei Pokémon schaue ich nach, ob da ein Tentacha aufkreuzt. Taubsi. Brauchen wir nicht. Haben wir schon Taubsi? Ne, wir haben einen Tauburg, aber noch kein Taubsi. Aber egal. Was kommt jetzt? Es ist ein Taubsi. Ja, komm, fange ich das einfach mal. Ein Rasierblatt und ein Hyperball und das müsste drin sein. Ja, Rokuzuki trifft immer als erstes, aber egal. Ich hoffe nur, es überlebt ein Rasierblatt. Nein, hat's nicht, weil es ein Volltreffer war. Habe ich ganz vergessen, dass es immer trifft, aber egal. Gut, dann lass uns gut sein. Jetzt sind wir in Alabastia so gut wie. Und fliegen mit Glurak zurück zur Zenobe-Insel. Ja. Nun gut, okay. Speichern. Heil meine Pokémon-Schlampe. Hey, Schlampe. Mach schneller. Mach schneller, Schlampe. Du nervst mich ganz schön. Danke, deine Pokémon sind wieder... Halt's Maul! Okay, jetzt holen wir unsere Fossile. Die können wir hier nämlich wieder... beleben. Wiederbeleben, ja. Ein genauer Brief heißt wiederbeleben. Oh mein Gott. Okay, aufnehmen. Das Domfossil nehmen wir mit. Und das... andere Fossil, das... den Albertstein, genau. Ach, wir können keine Items mehr tragen. Boah, meine Fresse, das ist nervig. So, einfach mal alles abschmeißen. Altbernstein. Weil es so alt ist. Man kann die Entwicklung eines Pokémons stoppen. Bricht man sie ab, dann bleibt das Pokémon wie es ist. Tausche Pokémon mit Freunden. Ein Pokémon, das man bei einem Tausch erhält, wächst schneller. Du solltest es ausprobieren. Ja, getauschte Pokémon kriegen mehr Erfahrungspunkte. Brichst du ihre Entwicklung ab, dann können deine Pokémon weitere Attacken lernen. Sie können sich auch noch später weiterentwickeln. Das stimmt, wenn man zum Beispiel einem... Also, ja, wenn man zum Beispiel... Beispiel nennen... Angenommen, man entwickelt seinen Dooflor sofort nach seiner Entwicklung aus... Also, angenommen, Mirapla entwickelt sich zu Dooflor. Dann sollte man den Dooflor vorerst noch keinen Stein geben, damit es sich entwickelt, weil... Dooflor erlernt keine neuen Attacken, Dooflor aber schon, das wird damit gemeint. Man sollte immer einige Tränke bei sich tragen. Das stimmt. Haben wir leider nicht so viele. Trägst du keinen X-Angriff bei dir? Es ist im Kampf sehr nützlich. Ja, ich frage mich, warum manche Leute das nicht mögen, aber gut. Pokémon Labor. Gut, dann gehen wir ins Pokémon Labor. Wir forschen hier Pokémon. Wir erstellen oft Gutachten über seltene Pokémon. Der Gründer des Laboratoriums, Dr. Fuji. Dr. Fuji, ist es der Sohn von Mr. Fuji aus dem Pokémon-Turm? Wer weiß. Hallo, willst du dein Enteron nicht gegen Rizeros tauschen? Ich habe keinen Enteron, tut mir leid. Ich habe auf dem Mondberg ein seltsames Fossil gefunden. Ich denke, es stammt von einem seltenen Urzeit-Pokémon. Ach, bist du der von... Nee, Quatsch, das war ja... Doch, bist du der vom Mondberg, der das andere Fossil genommen hat? Besitzt ein Vulcano? Willst du es gegen Yugong tauschen? Nee, ich habe keinen Vulcano, tut mir leid. Schade. Pokémon Labor, Konferenzraum. Ich sollte zuerst die Schilder lesen, bevor ich in die, bevor ich reinschaue. Pokémon Labor, Forschung und Entwicklung. Ja, das ist das gleiche Schild, das draußen, glaube ich, stand, ne? Evoli kann sich von einem von drei verschiedenen Pokémon entwickeln. Inzwischen sind schon mehrere. Ich glaube, es sind... Zack, 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 ich habe eine TM konstruiert. Sie verursacht die verrücktesten Dinge. Dein Rucksack ist voll. Also, Evoli erkläre ich euch später. Jetzt schmeißen wir erst einmal was ab, oder... Ja, Protein können wir eigentlich, Relaxo geben. Und der gibt uns Metronom. Ist einer meiner Lieblingsattacken. Verursacht, zufällige Attacken ein. Können wir eigentlich ein Pokémon beibringen? Ich schau mal nach.
Relax, du kannst. Ich schau mal nach, was wir verlieren könnten. Erdbeben, erhalten wir Stärke. Jetzt bereue ich, dass wir keine VM-Attacken verlieren können. Oh mein Gott, soll ich Body Slam verlieren? Ich will Body Slam aber nicht verlieren lassen. Ich will mein Body Slam behalten. Was mache ich jetzt? Ich will Body Slam behalten, aber Metronom ist auch nicht schlecht. Soll ich oder soll ich nicht? Nee, ich lass mal. Nein, lass! Ich will es nicht erlernen! Nie werde ich mein Body Slam vergessen! Niemals! Mein Body Slam verlieren, niemand! Ah, Schild zuerst lesen! Mein Gott, ich bin so unhöflich! Pokémon-Labor, Versuchsabteilung. Zwei PCs, okay. Ich suche nach Kangama. Tausch es gegen Slimog. Ich hab keinen, tut mir leid. Wir hatten eins fangen können in der Stochastik-Zone, aber es ist geflohen. Tut mir leid. Hallo, ich leite hier die Forschungen. Wir forschen Fossilien von Urzeit-Pokémon. Hast du ein Fossil für mich? Jep, Domfossil. Oh, das ist ein Domfossil. Es ist ein Fossil von Kabuto, einem schon lange ausgestorbenen Pokémon. Dank modernster Technik könnten wir dein Pokémon aus dem Fossil wiederbeleben. Ja. Gib's dir her, damit ich fortfahren kann. Rot übergibt das Fossil. Das wird einige Zeit dauern. Komm einfach später wieder vorbei. Gut, dann gehen wir einfach mal raus. Einfach mal rausgehen. Okay, jetzt ist er bestimmt fertig. Gehen wir wieder rein. Ab ins Building. Ey, wir sind ja schon im Building. Ab in die Tür. Wo warst du? Wir haben dein Fossil wiederbelebt. Das ging schnell. Ein Kabuto, ganz wie ich es vermutet habe. Es ist nicht genug Platz für das Kabuto wurde in den PC übertragen. Boah, ich habe gehüxt, glaube ich, keine Ahnung. Gut, dann Altbernstein. Oh, das ist ein Altbernstein. Es ist ein Fossil von Aerodactyl, einem schon lange ausgestorbenen Pokémon. Ja, jetzt quatscht er wieder dasselbe. Okay, dann verlassen wir wieder das Building und gehen wieder rein. Ach ja, wegen dem Evoli. Evoli wird in dieser Generation mit dem Feuerstein zu Flamara, mit dem Wasser zu Aquana und mit dem Donnerstein zu Blitzer. In der zweiten wurde die Pokémon Psyano und Nachthaare hinzugefügt. Zum Psyano wird, wenn es sich bei Tage eine Zuneigung bekommt, also wenn es den Trainer bei Tag macht, mag. Und Nachthaare ist, wenn das Pokémon den Trainer bei Nacht mag. Dann wurden in der vierten Generation noch Glaziola und Folipura, glaube ich, hinzugefügt, den weiß ich nicht genau. Zu Folipura, oder wie das auch heißt, entwickelt sich, wenn es im ewigen Wald ein Level abkriegt und zu Glaziola auf Route 216. Forscher experimentieren in dem ausgebrannten Gebäude. Pyro, der Erinnerte der Zinnoberinsel, ist ein seltsamer Mann. Er lebt hier seit Jahren. Zinnoberinsel Pokémon Arena-Leiter der Pyro. Der hitzköpfige Christmas Master. Gut, gehen wir rein. Die Tür ist verschlossen. Oh, schade. Können wir nicht rein, okay. Hier können wir perfekt angeln. Das ist eine Angelstelle. Zinnoberinsel, die Stadt brennender Leidenschaften. Oder Leidenschaft, was soll's. Das ist das Pokémon-Haus. Oh mein Gott! Was ist es? Es ist ein Radikal. Kann ich mich gut daran erinnern, da gab's Radikals. Die konnten Superzahn aufpassen. Superzahn halbiert eure KP. Aber wir können super trainieren, weil die Level der Pokémon nicht zu unterschätzen ist. Okay. Wir durchsuchen das Gebäude komplett. Hier gibt es so die Schalter, die kann man aktivieren. Dann öffnen sich... Moment, wo ist denn so eine Tür? Dann öffnen sich diese Türen oder beziehungsweise verschließen sich. Und außerdem gibt es die Tagebücher, da stehen so Einträge von Mew und Mewtwo drin. Tagebuch 5. Juli.
der Dschungel im Niemandsland. Wir haben tief im Dschungel ein völlig neues Pokémon gefunden. Ah, jetzt. Pikachu, geh weg. Ja, das ist nichts. Aber hier ist ein Item. Calcium. Dann geben wir die Vitamine mal unseren Pokémon. Wir tragen ja so viele bei uns. KP Plus geben wir Pikachu. Calcium erhöht den Spezialwert, glaube ich. Den könnte Pikachu ebenfalls gebrauchen. Carbon erhöht die Verteidigung. Wäre gut für Turtok. Achso, ey, erhöht die Initiative, stimmt. Pikachu geben es sollen. Dann wieder ein Calcium. Ah, das Nugget hätte man noch verkaufen sollen, aber egal. Und das Sonnenbaum hätte man noch lagern sollen. Ach, was sonst. Egal. So, Angriff eines Pokémon. Eines Slimers. Ich glaube, wir haben schon Slimer, kann das sein? Ne, wir haben noch keins, oder? Weiß gar nicht. Naja, okay, Rasierblatt. Fangen wir es einfach mal. Ach, ich dachte, es überlebt, weil es nicht sehr effektiv ist, aber okay. Hätte eigentlich überleben müssen, aber egal. Okay, hier ist nichts. Finde ich komisch, dass hier das da unten die Leere da himmelblau ist, weil sonst ist sie ja eigentlich schwarz. K.A. was da los war bei den Machern. Naja. Finde ich allerdings gut, weil das ergibt ein bisschen Gefühl, dass dieses Gebäude auch wirklich komisch ist. Also, dass es sehr seltsam ist. Und die Musik ist ja auch ein bisschen seltsam. Und so ruhig. Obwohl hier wilde Pokémon lauern. Naja, und das finde ich auch eine geile Atmosphäre hier im Pokémon-Haus. Und ich werde gegen jedes Pokémon hier kämpfen, das auftaucht. Egal, ob wir schwache Level haben oder... Ja, egal, ob wir verletzt werden oder nicht. Denn jedes Pokémon gibt EP und wir brauchen EP so dringend. Gut, wo geht's hier lang? Aha, hier ist offen. Ist hier drin vielleicht etwas? Stimmt, wir könnten den Detektor verwenden und nach versteckten Items suchen. Oh, dieses Radikal Level 40. Was suchen hier Radikals eigentlich? Eigentlich sind hier Feuer-Pokémon, aber jetzt sind hier gar keine Feuer-Pokémon drin. Nur Radikals. Also Ratten. Ja doch, Ratten wäre gar nicht so falsch, weil Ratten sind ja oft bei Ruinen und so, ne? Gut, dann schauen wir mal nach mit dem Detektor. Okay, hier ist nichts. Schade. Ah, hier ist noch ein Tagebuch. Slimer, Slimer, Slimer. Ja, versuche ich mal mit Rankenhieb es zu fangen. Ja, das überlebt. Sehr schön. Gut, dann mache ich es einfach nochmal. Und jetzt könnten wir, glaube ich, einen Ball schmeißen und es versuchen, es zu fangen. Hyperball. Ja. Gotcha. Möchtest du Slime einen Spitznamen geben? Nein. Ach, wir haben schon Slime, okay. Tagebuch, 10. Juli. Wir nennen das neu entdeckte Pokémon Mew. War ja auch etwas im Pokémon-Film, hat das, glaube ich, eine Anspielung, diese Tagebucheinträge. Ich habe den, glaube ich, einmal gesehen, da war ich allerdings noch jung. Ich weiß nicht, da ist irgendwie Mewtwo gekommen und hat alle Pokémon von Ash gefangen genommen, inklusive Pikachu, und dann ist irgendwie Mew gekommen und hat sie dann befreit. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. War lange her, wo es her war. War lange her, wo es her war. Was für eine Logik. Naja. Nun gut, also mich stört es nicht, dass da wilde Pokémon auftauchen. Im Gegenteil, ich freue mich sogar, weil das sind alles Erfahrungspunkte, die wir gut brauchen. Weil unsere Pokémon sollten mindestens Level 50 haben, wenn wir in die Liga kommen. Ja, werde ich sie vielleicht noch in der Siegestraße ein bisschen verbessern, indem ich sie auf Level 55 trainiere. Und dann gehen wir in die Liga. Ja, dieses Slime ist uninteressant, aber ich bekämpfe es trotzdem mal.
Was, welches Pokémon hat denn das niedrigste Level? Glurak hat das niedrigste Level, das wundert mich jetzt ein bisschen, aber gut. Glurak lernt ja auch bald Flammenwurf und Feuerwirbel. Schlitzer? Ah, die überlebt es. Hätten wir es fangen können, aber wir haben es ja schon zweimal gefangen, ne? Also warum fangen? Und Level 41 für Glurak. Ich glaube, ich setze Glurak dann auch gleich an erste Stelle. Weil mit Peter Floor in einem Feuerhaus zu kämpfen, ist etwas ungünstig. Ich finde keinen Weg nach draußen, der reinste Irrgarten. Ach, du bist ein Trainer. Na gut. Ja, wusste natürlich, ich weiß, ich habe es bloß so gespielt, als ob ich nicht wüsste, dass es ein Trainer ist. Er hat einen Glumander und einen Glutexu, glaube ich. Na komm, Geowurf wird's nicht überleben. Glumander hat bestimmt wenig KP. Ja doch, überleben wird's schon, aber das zieht ihm schon eine Menge ab. So, noch einmal Geowurf. Ist jetzt stärker als ein Drachenwut. Nämlich ein KP mehr. Und ein Glutexo. Da hilft ein Schlitzer. Zack. Reißen wir dieses Glutexo in Stücken. Und fressen seine Eingeweide. Oh nein, meine Beute. Scheiß Dieb. Pole. Eine Herausforderung vom Pole. Nichts gegen Polen. Dieser Ort ist riesig. Okay, hier ist noch ein Pole. Hallo, Waknowski, was weiß ich. Oder nee, Quatsch, die haben ja ein Off am Ende in Polen, oder? Nichts gegen Polen, wie gesagt, also. Ist jetzt alles so Joke. Die Russen haben, glaube ich, ein IC am Ende. Wakowicz oder so zum Beispiel. Oder. Ja, und die Polen haben, glaube ich, ein Off. Oder kann natürlich auch sein, dass ich total falsch interpretiere, aber. Das ist halt osteuropäische. Ja. Osteuropäische Eigenschaft, dass die meisten Namen ein Off oder ein Itch am Ende haben. Ich glaube, die Kroaten nehmen immer ein Itch. Tagebuch, 6. Februar. Mew hat ein Junges geboren. Wir haben es Mewtwo genannt. Rot für den Top-Trank. Juhu, ich freue mich. Und hier findet man einen versteckten Top-Genesung, glaube ich. Ne, Top-Beleber sogar. Ach, ich glaube, ich brauche den Detektor gar nicht. Weil ich glaube, ich habe schon... Oh, ein Slimog. Ich glaube, ich habe schon alle versteckten Items gefunden. Oder ich weiß sie in meinem Kopf. Außer auf dem Radweg. Aber da bin ich zu faul dafür. Ja, ich werde versuchen, es zu fangen. Da haben wir Slimog und Slimog. Der Ash hat ja auch einen Slimog. Also warum sollten wir es nicht versuchen zu fangen? Was sogar ein Volltreffer, wo es nicht mehr abgezogen hat als der letzte Schlitzer. So, let's try it with a Hyperball. Ne, Ultraball heißt es auf Englisch. Got Diamond. Ja, Kaspersky ist wieder da. Got Diamond. Jetzt aber. Ja, ja, jetzt und Gotcha. Schleimox, Schlamm. Größe 1,20 Meter. Gewicht 30 Kilogramm. Dieses Pokémon verbreitet einen so erbärmlichen, erbrechenden Gestank und was weiß ich, dass es sich selbst nicht mehr riechen kann. Nun gut, okay. Ich glaube, das hätten wir. Zack. Ein versteckter Schalter. Schalter drücken? Natürlich! Wer würde dies nicht tun? Keine Ahnung, irgendeine Pussy. Ratzfratz, Ratzfratz, Fratz, Ratzfratz, Ratzfratz, so. Schlitzer! Oh, weg dieses Ratzfratz hat's drauf. Ich glaube, ich schätze mal einen Top-Trank oder was weiß ich ein. Haben wir einen Top-Trank? Sehr schön, haben wir sogar. Dann benutzen wir den Glurak und ja, laufen weiter.
Nun gut, diesmal ein längerer Part, weil ich die letzten früher beendet habe. Ich will dieses Pokémon-Haus in diesem Part fertig machen. Schlitzer! Schlitzer, Volltreffer, Ende. zwei Betten, oder was ist denn das? Keine Ahnung, sehen aus wie Betten. Oder was meint ihr? Gut, hier ist nichts. Ja, ratfatz. Ach, ich hätte vielleicht ein Flugzeug mitnehmen sollen, dann hätten wir später leichter rausgehen können. Das wäre, glaube ich, das Bessere gewesen. Naja, ist ja auch egal. Dann sollten wir vielleicht Dicta trainieren. Genau, warum ich Dicta jetzt trainiere? Aus dem Grund, weil Dicta dann Schaufler lernt. Scheiße. Und wir dann aus diesem Haus fliehen können. Jetzt müssen wir aber auf Superzähne aufpassen, die Ratfratz kann, können, was weiß ich. deswegen Relaxo, weil Relaxo kann sich immer wieder heilen. Ganz wie es mir dachte, ist Superzahn. Heilbild, die KP hat daher nur noch 105. Superzahn. Aber jetzt Body Slam! Fick dich, Metronom! Body Slam ist hier der Burner! Gut, hier findet man Eisen, glaube ich. Ich hatte recht mal wieder. Oh Mann, was bin ich ein Nerd. ja, dann gibt man Turtok, erhöht die Verteidigung. Und ja. Gut, was jetzt? Ratfratz, Ratfratz, Ratfratz. Ratzfatz erschien dort ein Ratfratz. 746 Erfahrungspunkte. Nun gut, Relaxo. Dicta lernt Schaufler mit 19. Also nicht mal lange. So, jetzt kommt Body Slam. Ja, gut, dann hat Relaxo eben noch 30 KP. Macht aber nichts. Gut. Aktivieren wir den Schalter nochmal. Jetzt ist der untere offen, dafür aber der obere zu. Oh, ein Forscher. Mein Mentor lebte eins hier. Echt, in diesem Haus, in dieser Ruine? Respekt, Respekt. Magnetilo. Schade, dass ich da kein Schaufler kann und das. Magnetilo kein Stahltyp ist, sonst hätte ich vielleicht Schaufler verwendet, aber gut. Lass mal dieser Floran. Relaxo ist ein bisschen angeschlagen. Sollten wir vielleicht später wieder auffrischen mit Erholung. Bis dahin aber ich habe mich vertippt. Macht aber nichts. Als Ziblatt. Okay. Tschüssi, Magnetili. Magneton ist ein härterer Brocken. Wäre es Magnetilo geworden, hätte ich Relaxo eingesetzt und Erholung verwendet, aber Magneton ist doch noch ein bisschen zu hart. Ich hätte Dicta vielleicht noch wechseln sollen, naja. Okay, ich riskier's vielleicht. Ich riskier's mal, vielleicht überlebt Dicta. Ich hoffe nur, dass Magneton jetzt. Ja, Ultraschall wird zu überleben, zieht ja nur 20 ab. Und jetzt wieder sofortiger Wechsel zu Bisaflor. So, und jetzt kommt eine Elektroattacke. Ah, okay, Tackle. Elektroattacke wäre auch dumm gewesen, wenn Dick da draußen wäre, weil Elektro gegen Bodentypen uneffizient sind. Magneton ist erst einmal gerest in pieced. Und Dicta lernt jetzt Schaufler. Und dieser Florian 245 Doppel-Level ab. Sehr schön. Okay, jetzt setzen wir Relaxo ein. Ne, Quatsch, Voltoball schnell, ne? Dann lassen wir dieser Floor noch draußen. Voltoball kann bestimmt Finale oder sowas. Weil wenn wir dann Relaxo finden, ist Voltoball ziemlich schnell, weil Voltoball hat einen hohen Initiativwert.
Und ich habe keinen Bock, dass es dann Finale einsetzt und unser Relaxo mit sich zieht und wir keine Erfahrungspunkte kriegen. Boah, unglaublich. Okay, unser Diktat ist Level 19 und kann Schaufler. Das heißt, wir können jetzt wieder die Position wechseln und holen Relaxo an erster Stelle. Gut, was ist hier? Hier ist eine Leiter, ja, eine Treppe. Slimer. Das sag ich nur eins. Ach, ich hätte Erholung verwenden sollen. Aber jetzt bin ich so verlockt worden von der Body-Slam-Attacke. Naja. Gut, ist hier vielleicht was, weil diesen Ort werden die Macher nicht umsonst hingesetzt haben. Okay, sie haben ihn umsonst hingesetzt, keine Ahnung. Hier ist auch nichts. Gehen wir mal dann nach unten. Aha. Wo sind wir jetzt? Ah ja, jetzt sind wir wieder hier. Das ist natürlich, naja, ungünstig. Dann gehen wir eben wieder dorthin, wo wir gerade eben waren. Habe ich ja nicht gewusst, dass man wieder zurückkommt, aber okay. Naja, heilen wir unsere Relaxo mit Erholung. Relaxo kriegt nun Kaffee. Oh nein, ich hasse dich. Pokéflöte. Und aber jetzt sage ich eins. Boah, scheiße, ich hab vergessen. Oh. Friss Erdbeben dafür. Du wolltest es ja nicht anders. PS, ich hätte meinen Reaktor nicht Stärke beibringen sollen. Waren wir das schon? Haben wir den schon aktiviert, den Schalter? Nee, ne? Ach, ist blöd, dass wir den jetzt nicht sehen. Okay, ich muss mich besser konzentrieren. Ja, halbiert wieder die KP. Macht aber nichts. Erdbeben. Besiegt dieses Ratzfratz. Nein, dachte ich mir. Okay, wir müssen den Schalter aktivieren. Muss ich mir jetzt im Kopf speichern. Schalter aktivieren. Steht da ganz groß vermerkt auf dem Zettel in meinem Gehirn irgendwo drauf. Ach, egal. Ein Superzahn ist hier, glaube ich, nicht zu vermeiden. Okay, Energiefokus ist schön. Besser als ein Superzahn. Ich hoffe nur, dass Galaxo den jetzt killt. Yep, und es stimmt. Sogar mit Volltreffer. Okay, Relaxo wollten wir eigentlich nicht trainieren. Wir wollten ja Glurak an erster Stelle setzen. So. Ein versteckter Schalter. Ja, natürlich. Warum lese ich eigentlich jeden kleinen Text vor? Na egal. Radikal! Ich wollte schon Radfratz sagen. Schlitzer! Oh, fuck. Dann eben nochmal. Oh, fuck. Ruckzuckhieb ist ja nervig. Erfahrungspunkte, immer her mit den Erfahrungspunkten. Ich bin gierig nach Erfahrungspunkten. So wie Mr. Krabs gierig auf Geld ist. Nun gut, dann machen wir das eben nochmal. Ach Gott, verdammt. Okay, daneben, ja, Schlitzer. Schlitzer, aufschlitzen ist immer gut. Was gibt's noch über dieses Haus zu erzählen? Mir fällt, glaube ich, noch nichts. Also, hier findet man noch sehr gute TMs, zwei gute. Die findet man aber erst ganz am Ende. So, 42 für Glurak. Plopp. Wow. Hier ist ein Forscher. Wer bist du? Hier hat niemand etwas zu suchen. Und was suchst du dann her? Hier, wenn ich fragen darf? Hm? Kannst du das mir erklären? Was suchst du hier? Was hast du hier zu versuchen? Zu suchen? Der hat einen Elektroball und einen Slimog. Habe ich in Erinnerung. Hofft sich das Elektroball, Finale ein. Deswegen kommt jetzt Fliegen. Okay, er benutzt ein Lichtschild.
erhöht Schutz gegen Spezialattacken. Fliegen ist leider nicht sehr effektiv, weil Flug gegen Elektro wurde aber in den in der zweiten Generation verändert. Jetzt aber kommen Selbstexplosion, das magst du auch so sehr, oder? Naja, egal, dann killt sich eben mein Glurak. was kommt jetzt? Smogmog, okay, er hat kein Slimox, sondern Smogmog. Und dann fliegen. Setzen wir eigentlich gar nicht so oft einfliegen, ne? Werde ich dann vielleicht äußerst sein. Wir setzen ja sonst immer Schlitze ein. Autsch. Hier ist ein Item. Item einsammeln. Carbon schon wieder. Ne, Carbon nicht schon wieder. Stimmt nicht ganz. Hier ist Skill jetzt raus. Will ich aber noch nicht, denn es gibt hier noch etwas zu tun. Sogar einiges zu tun. Artikel! Level 34 jetzt, nur die anderen hatten bis jetzt 40, okay. Fliegen! Naja, das bringt... Ja, warum nicht? Warum nicht? Ich bin aber nicht im Glauben, dass es gefangen wird, aber... Ah, doch, wir haben es sogar gefangen, lol. Radikal. Ratte. Größe 70 cm. Gewicht 18,5 kg. Die Hinterbeine dieses Pokémon verfügen über Schwimmhäute. So kann es in Flüssen jagen. Nun gut. Ach ja, falls ihr einen Rizoros habt, Rizoros kann Surfer. Ist mir einfach so eingefallen gerade. Keine Ahnung, wie ich darauf komme, aber... Rizoros kann Surfer. Das kam mal von einer Yu-Gi-Oh! Ja. Das kam mal von einer Pokémon-Folge, da war glaube ich. Hatte Ash glaube ich so ein Rizoros kennengelernt, das jemanden gehört hat. Und dann ist es über Wasser geschwommen und hat dann ein Pokémon, glaube ich, gerettet. Ich kann mich gar nicht so genau erinnern. Das war auch wieder lange her. Oh, Pokémon lange her. Alles was mit Pokémon zu tun hat, ist lange her. Gut, das sitzen wir hier. Hey, können wir nicht hoch? Okay. Was ist das? Tariuch, 1. September. Mewtwo wird immer stärker. Wie konnten die unkontrollierten Wutausbrüche nicht eindämmen? Oh mein Gott. Gibt's hier Magmas? Ich glaube nicht, ne? Magmas gibt's ja erst in der blauen, glaube ich. In den gelben gibt's die, soweit ich weiß, gar nicht. Zu fangen. Naja, Step ist drauf. Was? So wenig, oh Mann. X-Treffer, X-Treffer, X-Treffer. Und jetzt fliege ich mal davon. Tschüss, Slimer. Oh, haha, Glück gehabt, dass es Giftwolke nicht getroffen hat. Was suchst du hier? Wo bin ich hier gelandet? Du bist hier im Pokémon-Haus auf der Zenobe-Insel in Kanto in Japan in der Welt in... ja. Habe ich glaube ich schon mal in der Saphir, glaube ich, gesagt, diesen Spruch, aber egal. So, wieder davonfliegen. Auf Wiedersehen, Vulcano. Vulcano ist ein gutes Pokémon, wird zu Akani und hatte ich eigentlich noch nie im Team, obwohl ich es schon immer im Team haben wollte. Werde ich vielleicht in der blauen in mein Team tun, wenn ich die blaue Edition let's playen werde. So, Ponita hitten wir. Autsch. Was ist denn jetzt schon wieder für ein Pokémon? Ditto. Hey, hatten wir noch gar nicht gesehen, ne? Ditto verwandelt sich immer in das Pokémon, gegen das es kämpft und es hat diesen kopiert dessen Attacken. Deswegen nehme ich mal Dicta. Was Dicta? Ditto hat eine Level 18. What the fuck? Ja, okay, dann ist es jetzt so, als würden wir in, gegen einen Dicta kämpfen in der Dickhöhle. Naja, schwächen wir es erst einmal. Oh, du kannst nicht einfach Schaufel verwenden. Dann mach ich's eben auch.
So, was hast du jetzt davon? Hoffentlich überlebst du. Oh, perfekt, perfekt, besser kann man das nicht schwächen. Na, vielleicht noch ein Schlafseffekt dazu, aber der ist hundertprozentig... Nein! Okay, du machst gut, Dickter. Du, Box ist voll. Das ist doch so ein Scheiß, oder? Team 14, was ist das? Solarstrahl oder Blizzard? Ich glaube eher Solarstrahl. Blizzard ist es sogar. Lass mir jetzt mal, bei Tota kann ja schon Eisstrahl. Überlegen wir vielleicht später, ob wir Blizzard mit Eisstrahl ersetzen. Ne, Eisstrahl mit Blizzard ersetzen, so ist es rum, richtig? Slimer! Auweia, da ist ein Slimer! So, uff, hat überlebt. Ich würde es jetzt so gern fangen, aber... Zudem, aus dem Grund, weil wir schon zwei haben. Und wenn unsere Box voll ist, seufzt. Wir müssen sie mal wechseln. Gut, ist hier vielleicht ein Item? Top-Genesung haben wir gefunden. Ist hier was? Nein. Ah ja, hier geht's lang, genau. Hallo, Mr. Forscher. Hier wäre der ideale Platz für ein Labor. Echt, findest du, diese Ruine als Labor? Naja, viel Glück damit. Ich hab's ja schon, ein Labor auf der Zenobe-Insel. Ein zweites Labor würde den anderen Konkurrenz bringen und Rivalität wiederum. So, Schlitzer. Schlitzer, Schlitzer, Schlitzer. Kein Bock auf Fliegen, weil Fliegen nicht so effektiv wäre. Und lange dauert. Jetzt kommt Fliegen. Hoffentlich setzt Elektroball Finale ein. Das wäre schön, wenn's... Ach, wie schön. Danke. Nun gut. Was? Was habe ich nur falsch gemacht? Ich glaube, wir müssen den Schalter jetzt aktivieren. Ein versteckter Schalter. Natürlich drücken wir den Schalter. Was soll diese Frage? Kann er nicht einfach stehen, möchtest du den Schalter drücken und nicht ein versteckter Schalter? Oh mein Gott. Radikal! Blubber. Fliegen! Verdammt! Jetzt aber, fliegen! Und direkter Angriff gleich. Direkter Angriff sind wir bei Yu-Gi-Oh! Ja! Scheiße! Naja, dieser Floor. Rankenhieb! Warum habe ich Rankenhieb verwendet? Egal! Verdammt! Seufzt. Okay, dann nochmal Rasierblatt. Das müsste reichen für den Kill. Ah ja, hier ist ein Sonderbonbon. Und hier findet ein Solarstrahl. Team 22. Und hier ist ein wildes Pokémon. Level 38. Und hier ist unser Bitter Floor. Level 45. Und hier ist das Fliehen, weil ich jetzt keine Lust hab's. Und ja. Und hier ist ein Fragezeichenöffner. Mit dem können wir die Arena öffnen. So. So, Dickter. Bring uns hier raus. Juhu. Oh, das ist so gut. Willkommen im Pokémon Center. Ja, ja. Schnauze. Mal noch schneller. Schnauze, Casper Sky. Dich hat niemand gefragt. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Kommen jederzeit wieder vorbei. Und jetzt wechseln wir die Box, weil ich will noch weitere Pokémon fangen. Aber erstmal noch die paar TMs ablegen, die wir haben. Wobei, so Laster kann man diese Floor nicht beibringen. Ja. Ablegen. Ach scheiße, stimmt, wir wollten sie ja wechseln. Ach, ich will sie mir anschauen. Können wir die nicht einmal anschauen? Ach egal. Wir müssen immer speichern, bevor wir eine Box wechseln können. Was?
Hey, haben wir jetzt die ganze Zeit mit Box 2 gespielt oder was? Tatsächlich. Lol. Okay, legen wir Dicta ab. Was haben wir denn auf Box 1 eigentlich? Duflo, Bulzog, Sepa, Tauboga, Carpador, Magnetilo, Evoli, Dicta. Und auf der anderen Box haben wir Radikal, Slimox, Slimer, Aerodactyl, Kabuto, Fleckmon, Arctos, Supert, Krabi, Jurap, Lapras, Kikli, Zapdos, noch ein Slimer können wir eigentlich freilassen. Aber egal, ach, Moment. Magneton, Volteball, echt, wir haben Magneton, wusste ich gar nicht, aber okay. Defensa, Tragosorihorn, Nidoran, weiblich, okay. Gut, dann lassen wir wieder die Box 1, und nehmen uns Dicta wieder mit. Das brauchen wir nämlich noch, weil es Zerschneider und Schaufler kann. Okay, wie viele Pokémon haben wir bereits? Wir haben 41 Pokémon, wir bräuchten demnach nur noch 9. Und für den EP-Teiler. Nein, diesmal nicht. Sagst du wie immer, komm ich jetzt wieder vorbei. Okay. Jetzt können wir in die Arena und im nächsten Part kämpfen wir gegen Pyro. Bis dann, Servus.